Sinne, danke, Sebastian Junge von Slow for Two. Und es geht auch gleich weiter. Für alle da hinten, die ihr gerade ankommt, die ich gar nicht sehe, weil es so viele sind, das hier ist für euch Elisabeth Fresen von der Jungen AWL. Wow, ey, dieses bunte Bild, das beschert mir echt Gänsehaut, wenn man hier oben steht. Es geht da ganz, ganz weit nach hinten und kunterbunt und munter. Respekt, es ist wunderschön. Ich bin Bäuerin, junge Bäuerin. Und ich liebe meinen Beruf. Ich liebe es, die Verantwortung zu übernehmen für unsere Kühe, die das ganze Jahr auf der Weide leben. Ich liebe es, auf dem Boden zu arbeiten, von dem schon so viele, viele Generationen vor mir lebten. Ich arbeite aus tiefer Überzeugung auf eine Weise, dass auch noch Generationen nach uns auf einer bunten und vielfältigen Welt leben können. Bäuerliches Wissen ist ein hohes Gut und das kann nur durch Weiterleben nicht in Vergessenheit geraten. Und das kann Agrarindustrie nicht. Ich übernehme gerne Verantwortung für mich, für meine eigene Zukunft, aber auch für meine Gegend, für meine Region. Für eine zukunftsfähige bäuerliche Landwirtschaft auf der ganzen Welt. Weltweit tun das Bäuerinnen und Bauern. Und hunderte von uns sind heute hierher gekommen mit dem Zug, mit dem Bus oder mit dem Trecker. Um mit dem Trecker zur Wir haben es satt Demo zu kommen, sind wir 3, 4, 5 Tage unterwegs und hatten Mühe, uns die Tage freizuschaufeln auf den Höfen. Das ist nur möglich, weil zu Hause verantwortungsvolle Hände sind, die die Arbeit tun. Dankeschön. Weltweit spüren Bäuerinnen und Bauern wie ich diese Verantwortung, die Landwirtschaft generationenverträglich zu gestalten und bäuerlich zu gestalten. Wir zeigen Tag für Tag, dass eine zukunftsfähige Landwirtschaft möglich ist und wie sie aussehen kann. Und die Demo wurde heute von vielen jungen Menschen angeführt, die sich für Ernährungssouveränität und ihre Zukunft auf dem Land engagieren. Unsere Teller und unsere Äcker nicht der Agrarindustrie überlassen. Dieses breite Bündnis, was wir hier sehen, das breite Wir haben es satt Bündnis zeigt, dass Gesellschaft und Bäuerinnen und Bauern einen gemeinsamen Weg gehen werden, um den Umbau der Landwirtschaft voranzutreiben und zu gestalten. Merkel, Seehofer und Schulz, handelt endlich. Richtet die Agrarpolitik zukunftsweisend aus und verharrt nicht im alten System. Honoriert die gesellschaftlichen Leistungen der Bauernhöfe für Klima, für Umwelt und für Tierschutz und nicht mehr den reinen Flächenbesitz. Finanziert den Umbau der Tierhaltung konsequent, dass Hühner im Freien leben, dass Schweine im Stroh sind und dass Rinder auf der Weide sind. Und fördert junge Menschen auf dem Land, fördert Existenzgründung in der Landwirtschaft und im Lebensmittelhandwerk, fördert vielfältige ländliche Räume und stärkt weltweit die Rechte von Bäuerinnen und Bauern und macht sie durch eine Bäuerinnen- und Bauernrechte-Konvention international verbindlich. Und
sicher, wir werden niemals aufgeben. Habe, wo Politik noch lange nicht losgemacht hat.